Hallo! Nach langen, langen Wochen, in denen ich keine Lust hatte, hatte ich heute plötzlich doch wieder Lust, ein Wozi-Chor aufzunehmen. Ich beginne mit einem Stück eines vor einiger Zeit verstorbenen Musikers. Das ist immer schwierig, weil da muss man immer ganz ehrfürchtig mit umgehen. Und wie allgemein bekannt sind ja meine Versionen von den Stücken oftmals ganz verschieden. Also, wem das jetzt nicht gefällt, der nehme es mir bitte nicht übel, sondern schalte vielleicht einfach aus oder spule vor oder was auch immer. Das Stück ist gesanglich, fordert mich das ziemlich, ja? So. Sonst nicht so.
Schöner als Heroes für einen Tag zu sein, ist es Heroes für immer zu sein. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Auch wenn es schwer zu glauben ist, wenn man sich alle meine Wurzigos angeguckt hat. Doch, es gibt noch Lieder von den Rolling Stones, die ich noch nicht aufgenommen habe. Man glaubt es kaum. Hier kommt eins, das ich schon immer sehr gerne mag, das bei mir aber auch vollkommen anders klingt als bei den Rolling Stones. No Expectations. So ein Wurziko besteht ja eigentlich meistens aus drei Stücken. Manchmal waren es auch zwei, manchmal waren es sogar vier, glaube ich, ein oder zweimal. Irgendwie finde ich gerade nichts mehr, was mir gefällt und was mir passt und was ich jetzt auch ohne weiteres spielen kann. Weswegen ich jetzt auch aufkeimende Hoffnungen, es gäbe jetzt nochmal zwei Dutzend Wurzikos gleich einen Riegel vorschieben möchte. Das wird nicht passieren, weil ich... I'm running out of material. Ich habe irgendwie nicht mehr viel. Und jetzt nehme ich auch schon Zuflucht zu etwas, was ich normalerweise gar nicht mache, denn jetzt, wenn dann irgendwann mal bald der Winter kommt und ich mein Studio, mein Heimstudio wieder eröffne, das hat meistens nur im Winter geöffnet, dann will ich ein Lied, ein neues Lied von mir aufnehmen. Da gibt's im Moment aber noch gar nicht mehr von als nur einen Gitarrentrack, da gibt's noch nichts zum Singen und so weiter und so fort. Und dann schlage ich jetzt einfach in diesem Wurziko heute noch ein bisschen Zeit tot. Das werden mir meine treuen Fans nachsehen, alle anderen nicht. Das ist mir aber auch dann egal. Das ist ziemlich traurig und ich habe aber Großes damit vor im Winter. Ja.
So, ihr Lieben, macht's gut. Lasst's euch gut gehen. Bis bald, sag ich jetzt mal. Mal sehen, wann bald ist. Tschüss.